Hallo und herzlich willkommen. Das ist die Präsentation zu meiner Bachelorarbeit im Fach Illustration und Buchgestaltung unter der Betreuung von Professor Henriette Sauvon. Ich möchte meine Präsentation mit einer Geschichte beginnen, die mir in meinem Auslandssemester in Bologna passiert ist. Ich war gerade in einem Copyshop und stand am Kopierer, als ein fremder Mann auf mich zukam und mich fragte, "Where are you from?" Bevor ich darauf etwas antworten konnte, fragte er auch schon China, Korea. Und bevor ich darauf irgendwas antworten konnte, zeigte er mit dem Finger auf mich, fragte Corona und fing an zu lachen. Dieser Mann ist wahrscheinlich nach Hause gegangen und hatte mich nach 2 Minuten vergessen. Ich bin nach Hause gegangen und habe ihn nicht vergessen. Ich war traurig, ich war sauer, ich habe meine Cousine angerufen und ihnen davon erzählt. Ich habe einen Tagebucheintrag geschrieben. Und ich habe einen Comic dazu gemalt, um meine Frustration zu verarbeiten. Geschichten wie diese passieren mir nämlich nicht zum ersten Mal. Geschichten wie diese passieren mir seit meiner Kindheit. Und Geschichten wie diese passieren anderen Leuten mit Migrationshintergrund auch seit ihrer Kindheit. Im Zuge dieses Tagebucheintrags und dieses Comics und dem Telefonat mit meinen Cousinen habe ich nämlich auch noch beschlossen, dass ich meine Bachelorarbeit über dieses Thema schreiben werde. Wieso war mir das so wichtig? Es ist mir wichtig gewesen, dass ich in diesem Buch nicht erkläre, wie Rassismus funktioniert. Es war mir wichtig, in diesem Buch zu zeigen, wie man sich fühlt, wenn man immer wieder mit solchen rassistischen Situationen konfrontiert wird. Und mir war wichtig zu zeigen, dass es okay ist als Betroffener, wenn man wütend deswegen ist, wenn man traurig deswegen ist und dass man nicht überreagiert und dass man vor allem nicht uncool ist, wenn man sagt, dass einen so etwas stört und dass es richtig, richtig scheiße ist. Denn vor allem in der asiatischen Community ist es ein ziemliches Tabuthema zu sagen, dass man gerade nicht d'accord mit etwas ist und dass man Leuten sagt, dass das, was sie gerade machen, nicht in Ordnung ist. Teil meiner Recherche war unter anderem, wie gerade schon gesehen, alte Tagebucheinträge von mir oder auch jüngere Tagebucheinträge von mir, von denen sich eine ganze Menge im Laufe meines Lebens angesammelt hatten. Ich habe außerdem Freunde und Verwandte von mir interviewt und da eine ganze Menge interessante, aber auch frustrierende Geschichten zu hören bekommen. Und ich hatte außerdem eine sehr ausführliche Internetrecherche, die genau wie die Interviews sehr berührend war, durch wirklich schöne Artikel, wo man sehr mitfühlen konnte und sich verstanden gefühlt hat. Und andererseits war es einfach sehr frustrierend. Ich habe hier mal Worst of the Internet rausgesucht. Und ab irgendeinem Punkt habe ich mir dann einen Zettel über den Schreibtisch gehängt, der mich davon abhalten sollte, zu tief in diesen Teil des Internets abzudriften. Wie habe ich das Buch aufgebaut? Ich habe während vor allem dieser Internetrecherche gemerkt, dass mir das Thema eigentlich fast schon zu exklusiv ist, um es richtig zu behandeln und eine Meinung zu vertreten, die für alle sprechen soll. Das kann ich nämlich nicht. Und deswegen habe ich beschlossen, mich auf meine eigenen Erfahrungen zu konzentrieren und eigene Geschichten zu erzählen, die mir alle selbst passiert sind. Und ich habe mich dabei Geschichten bedient aus meiner, das bin übrigens ich von meinem Storyboard. Ich habe mich Geschichten bedient aus meiner Kindheit, Jugend, Erwachsenenalter und dann habe ich noch Tipps und Tricks zum Umgang mit Rassismus hinzugefügt. Das hier ist das Storyboard zum Abschnitt Kindheit. In dem Abschnitt behandle ich das Thema der Zugehörigkeit und die Frage, wie gehe ich damit um, wenn ich mich eigentlich zugehörig fühle, aber durch mein Aussehen abgegrenzt werde. Meine Lösung für das Problem war meistens rohe Gewalt. Ich habe geschlagen und getreten. Im Kapitel Jugend geht es darum, wie Rassismuserfahrungen einen auch während der Pubertät prägen, wenn man mit Stereotypen, Erwartungen von außen konfrontiert wird, die
Scham und Unsicherheit, die eh schon da sind in der Pubertät, einfach nur noch verstärken. Weil mein Beispiel dazu war zum Beispiel ein Englischlehrer von mir, der mich regelmäßig seine Lotusblume genannt hat. Zum Thema Erwachsensein, da habe ich mich auf das Thema Identität konzentriert und wie schwer es sein kann, mit dem nicht-deutschen Teil seiner Identität ins Reine zu kommen, wenn der Freundeskreis sehr vorurteilsbehaftet mit diesem Teil seiner Kultur umgeht. Im letzten Abschnitt kommt einerseits ein Teil, in dem ich sage, dass es okay ist, wie man sich fühlt, nachdem man rassistische Erfahrungen gemacht hat, dass man wütend sein darf, dass man traurig sein darf. Und auf der anderen Seite Tipps, wie man in rassistischen Situationen damit umgehen kann und wie man danach zu Hause damit umgehen kann. Dieser Mittelteil wird noch eingerahmt von zwei einleitenden Seiten und zwei Schlussseiten. Und in der fertigen Version kommt noch der Schmutztitel und die Vorsatzpapiere dazu. Für die Illustration habe ich mich dazu entschlossen, Aquarell- und Buntstifte zu verwenden. Und ich war am Anfang schon vor das Problem gestellt, dass ich eigentlich sehr zufrieden mit meinem Stil aus dem Storyboard war, weil ich ihn sehr locker, leicht, humoristisch fand. Und ich wollte damit dieses schwere Thema Rassismus auflockern und auch unangenehme Gefühle bei potenziellen weißen Lesern vermeiden. Ich habe dann aber mit der Zeit gemerkt und auch als ich versucht habe, diesen Stil in die Illustration umzusetzen, dass es nicht ganz authentisch war. Und das liegt vor allem daran, dass Rassismus einfach kein lustiges und humoristisches Thema ist. Und so habe ich mich dazu entschieden, einen realistischen Ansatz zu verfolgen, mit dem ich mich viel wohler und vor allem auch authentischer gefühlt habe. Und ich konnte auch meine Angst ablegen, jemandem auf die Füße zu treten, weil ich eventuell das Kind beim Namen nenne, nämlich Rassismus ist nicht lustig. Sehen wir mal ein Beispiel, wie das aussieht vom Storyboard hin bis zu ersten Entwürfen, zu der fertigen Illustration, wie sie dann schlussendlich auch im Buch zu sehen ist. Gestaltungsmittel, denen ich mich in dem Buch bedient habe, waren einerseits Farben. In Kindheit und Jugend habe ich einen eher blauen Farbton gewählt, um Traurigkeit zu zeigen, Zurückhaltung zu zeigen, auch die Sicherheit des Schweigens zu zeigen. Witzigerweise bin ich auch in Bayern aufgewachsen, die Landesfarben weiß-blau. Und in diesem ersten Teil des Buchs dominiert die Farbe sehr, um auch Passivität zu zeigen und den Wunsch nach Zugehörigkeit zur deutschen Kultur. Hier noch ein paar Beispiele dafür. Für negative Gefühle und Gedanken und rassistische Kommentare habe ich dunkle Farben gewählt, die Gefühlschaos, Traurigkeit, Hilflosigkeit, Ohnmachtsgefühle darstellen sollen. Eigene Grübeleien im Kopf haben die gleiche Farbgebung wie rassistische Kommentare von außen. Das liegt daran, dass diese Kommentare von außen irgendwann zu Stimmen in einem selbst werden. Ein sei nicht so uncool, du bist so empfindlich, dass eine andere Person einem sagt, wird irgendwann zu einem sei nicht so uncool, du bist so empfindlich im eigenen Kopf. Man sagt sich das irgendwann selber und macht sich mit Aussagen fertig, die andere einem vielleicht vor Jahren in den Kopf geworfen haben. Für das Erwachsenensein und die Tipps habe ich die Farbe Rot gewählt. Rot ist außerdem auch eine Glücksfarbe in China und symbolisiert den Versuch, für sich selbst einzustehen, Aktivität, Mut, Lautstärke und Energie. Ein weiteres Gestaltungsmittel, dem ich bedient habe, waren bei den Kapitelseiten das Symbol der Hände.
Diese Gesten skizzieren teilweise schon mal das Thema des Kapitels vor. In der Kindheit wird es durch das sind Kinderhände, die Schlitzaugen ziehen, wird diese offene Aus- und Abgrenzung dargestellt. In der Jugend geht es um das Überstülpen von sexuellen Stereotypen durch Erwachsene, also erwachsenen Männern hauptsächlich, zumindest meiner Erfahrung nach. Im Erwachsenensein geht es um den Umgang mit dem Freundeskreis, wenn der die ausländische Kultur vielleicht stellenweise durch den Kakao zieht und nicht ernst nimmt. Und für die Tipps habe ich Sriracha und Senf miteinander kombiniert, um dazu zu ermuntern, die beiden Teile einer Kultur, die man in sich trägt, für sich anzunehmen. Diesen Kapiteltrennern folgen immer so Szenarien, die die Lebensabschnitte nochmal darstellen. Da sich der größte Teil der Kindheit auf dem Schulhof abspielt, habe ich einen Schulhof gezeichnet. Auf dem Schulhof bilden sich meistens Gruppen. Es werden aber auch Leute aus Gruppen ausgegrenzt. Die Jugend habe ich durch ein Freibad symbolisiert und steht bisschen so für die ersten Schritte in das soziale Leben als Jugendlicher. Mit der Illustration wollte ich den Betrachter vielleicht nochmal in das schambesetzte Gefühl zurückversetzen, das man hat, wenn man mit seinem sich verändernden Körper ins Schwimmbad geht und sich das erste Mal nach draußen traut und in diese Sehen und Gesehen werden Welt geht. Fürs Erwachsenenalter habe ich den Umzug gewählt, weil er den neuen Lebensabschnitt markiert. Und man endlich eigene Entscheidungen treffen kann, sich vielleicht dazu entscheiden will, dass man sich ganz neu erfindet und dann aber feststellen muss, dass egal wo man hingeht, Rassismus schon da ist und man kann sich so oft erfinden, wie man will. Die Stempel sind immer die gleichen. Das Format, das ich für das Buch gewählt habe, war 32 cm mal 21,5 cm. Und für die Satzschrift habe ich die Old Style 7 benutzt. Ich wollte vier verschiedene Aspekte in dem Buch grafisch voneinander abgrenzen. Das war zunächst die Stimme des Erzählers, die wir hier schon sehen. Dann waren es rassistische Kommentare und Gedanken. Außerdem wörtliche Rede und eigene Gedanken und Gefühle, die man in solchen Situationen hat. Rassistische Kommentare habe ich gemeinsam mit diesen dunklen Grübelwolken, die wir vorhin schon gesehen haben, mit dieser Stencil-Schrift dargestellt. Wörtliche Rede durch eine Schreibschrift. Und für die eigenen Gedanken und Gefühle habe ich eine Tagebuch-ähnliche Schrift nachgeahmt. Kommen wir auch schon zur Umsetzung. Das ist das Cover meines Buchs. Der Titel Ching Chong Stop bezieht sich auf einen rassistischen Kinderreim, den die meisten vermutlich kennen werden. Er bricht aber mit der Erwartung des Lesers und ersetzt die letzte Zeile dieses Reims durch ein eindeutiges Stop. Der zugehörige Illustration soll nochmal Rassismus in der Nutshell zusammenfassen. Rassismus ist nämlich immer ein Stempel, den man von außen aufgedrückt bekommt. Das ist keine Rolle, die man sich selbst gibt. Deswegen die beiden fremden Hände, die der Figur die Augen nach oben ziehen. So sieht das Buch von hinten aus. Auf dem Klappentext steht: Eigentlich hätte ich lieber ein Kochbuch geschrieben, aber Rassismus ist leider immer noch allgegenwärtig und es muss mehr darüber geschrieben, gelesen und vor allem geredet werden. Dieses Buch soll einen kleinen Beitrag leisten. Vielleicht hilft es ein wenig, dass Betroffene sich mehr verstanden und Treffende mehr betroffen fühlen. Hier noch ein Detail vom Buchrücken. Und so sieht das Ganze von innen aus. Paar Grübelseiten. Ein paar empowernde Seiten. Auszüge aus den Tipps.
Es sind auch noch zwei Poster im Laufe meiner Arbeiten entstanden. Und zu guter Letzt würde ich mich gerne selber zitieren. Und zwar wird es irgendwann vielleicht nicht mehr notwendig sein, sich zu erklären, sich über Rassismus zu ärgern oder die betreffenden Personen mit ihren Aussagen zu konfrontieren. Doch bis dahin haben wir noch einen langen Weg vor uns, bei dem ich mir sicher bin, dass wir ihn schaffen werden, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Damit wir an den magischen Ort kommen, wo wir alle Verständnis füreinander haben und es uns gut geht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's von meiner Seite. Schönen Tag noch.